Ja, nach dem wundervollen Intro kommen wir jetzt zum wundervollen Torchlight 2. Hier sind wir noch im Startscreen. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt gehabt. Kam heute ein großes Update auch raus schon. Das ist also jetzt hier Version 1.11.53. Vorher war es, glaube ich, 1.9. Also haben zwei Versionsnummern gesprungen. Waren auch gute 400 MB. Wie man sieht, ich habe hier eigentlich Whitehawk schon Outlander bis Level 22 auf Veteran gespielt. Werde aber jetzt für Let's Play noch einen zweiten Charakter anfangen, damit ihr die Charaktererstellung sehen könnt. Also es gibt vier Klassen, wo wir einmal den Ember Mage haben, der halt dem Magier sehr... Er heißt ja Ember Mage, ist aber einfach Magier, in dem Sinne, der halt auf Feuer, Elektrizität und noch etwas gehen konnte. Eismagie, genau, also sehr ähnlich dem Diablo 3 Mage, außer, ja. Berserker ist Barbar vergleichbar. Sieht man ja auch, brutal, Nahkampf, Deadly Combat Skills, also der wahnsinnige Angriffstyp. Ein Engineerer kann ich noch schwierig einschätzen, der ist so eine Mischung aus, so ein bisschen Beschwörer-like. Also ich gehe jetzt viel auf Diablo 3 ein, weil ich Diablo 3 auch vorher gespielt hatte. Und der Engineering kann halt so seine eigenen kleinen Kreaturen schaffen, die können für ihn kämpfen und macht auch so Fallen etc. Müsste mich aber stärker mit befassen, um genau sagen zu können, was dem seine Aufgaben sind. Und dann haben wir auch den Outlander. Der Outlander ist sowas wie die Bogenschützin in Diablo 3 und hat halt Fernkampfwaffen, aber im Gegensatz zu Diablo 3 gibt es hier weitaus mehr Fernkampfwaffen, also er kann mit Handkanonen arbeiten, mit Pistolen, mit Crossbow, mit Bogen und die haben alle unterschiedliche Ranges und dann gibt es halt noch so Streigewehre irgendwie. Jedenfalls der, den habe ich gespielt bis jetzt, der geht sehr auf Giftschaden oder Schatten oder hat auch dann lauter Dodge-Skills. Aber in dem Let's Play jetzt würde ich halt auf den Ember Mage zurückgreifen, weil ich den Outlander nur angefangen habe, um mal zu spielen, um das Spiel erstmal ein bisschen zu spielen, um klarzukommen damit. Und jetzt mache ich mir halt mal meinen schönen. Man sieht, leider es gibt nicht viele Wahlmöglichkeiten, um den Charakter auszubauen. Also fünf Gesichter, fünf Haartypen. Drehen kann man ihn leider auch nicht. Nee, auch nicht mit den Cursern. Aber ich mach mal hier den typischen, so einen weißen Magier. Ich nenne ihn Letterino, weil, ja, Let's Play. Was sich verändert hat zu Torchlight 1 ist, jetzt haben wir eine große Auswahl an Pets. Wo wir in Torchlight, glaube ich, zwischen Katze und Hund nur wählen konnten, gibt es inzwischen hier Panther, Bulldogge, Katze, ein komisches Vieh, was Shakawari heißt, Papillon, der hier sehr knuffig ist, unglaublich, für alle Frauen drin. Ferret ist ja auch eher so ein Frauentier, finde ich, hat mein Outlander nicht. Mein Outlander hat einen Hawk, einen Adler. Und es gibt halt noch einen Wolf. Und man kann dann noch in Farbpaketen reinholen. So, jetzt muss man natürlich überlegen, was passt zu einem Magier. Und ich würde sagen, dass der Magier... Ja. Magier Weißer Panther oder den Shakawari. Und ich glaube, ich nehme jetzt den Shakawari. Und den benenne ich dann... Plenissimus. So. Dann haben wir... So, Gott sei Dank, was mich bei Diablo 3 am meisten aufgeregt hat, um mal einfach zu sagen, ja, verdammt, ich muss hier spielen, spielen, spielen und jedes Mal muss ich das alles durchspielen und ich muss erstmal so einen Modus wie Casual, der mir aber nicht wie Normalmodus vorkommt, also der Normalmodus gesandt wird, aber Casual-Modus für mich ist, gefühlt, spielen bei Diablo und dann... kann ich erst in den nächsten Modus, der dann sich wie normal anfühlt, dann in den nächsten, der endlich mal ein bisschen Herausforderung bietet und dann in den nächsten, wo man dann denkt, fuck you. Nur.
Und das finde ich schon super an Torchlight, weil ich mir von Anfang an meinen Schwierigkeitsgrad auswählen kann. Und für Leute, die so ein bisschen mehr spielen und ein bisschen besser sind, also ein bisschen besser ist jetzt das falsche Wort, aber sich halt auskennen mit Action-RPG, können halt hier direkt Veteran machen. Weil Veteran ist wirklich sehr stark ausbalanciert und hat mir jetzt auch bis jetzt am meisten Spaß gemacht. Weil ich auch mit dem anderen Charakter auf Veteran spiele. Dann hatte ich schon Bossfights, die 15 Minuten dauern. Das Intro haben wir ja vorhin schon gesehen, deshalb kann ich direkt ins Spiel rein. Ich werde mal die Tipps drin lassen. Vielleicht kommt etwas, wo ich mich dann eben mal immer dran erinnern muss. So wird ein Quest erteilt. Ja, ja, du sollst zur Asterian Enklave gehen. Die sind alle vertont, auch schön vertont. Aber eigentlich muss man sie nicht lesen. Also, man sieht auf der Karte, das wird gut markiert. Ich kann die Karte auch zentrieren, linksbündig, rechtsbündig, ganz ausblenden oder wieder rechts oben. Und man sieht halt immer sein nächstes Questziel. Wie man sieht, Standardzauber ist Feuerball. Die Heiltränke kann ich hier direkt rausnehmen. Unten hier ist das Vape-Portal. Weil Heiltränke kann ich direkt mit Y nehmen und X. Y ist nicht standardisiert, normalerweise steht hier Z wegen englischer Tastatur. Aber ich habe schon die Controls auf mich angepasst. So. Dann wollen wir mal ein paar rösten. Wie man sieht, ist Torchlight, also ich finde, unglaublich stimmig. Zwar auch, was viele sagen würden, ja, das ist wieder Comic-Look und schieß mich tot. Comic-Look ist ja schrecklich und naja. Ist Geschmackssache. Also ich finde jetzt die Comic, so diesen Comic-Look nicht so schlimm. Ist okay. Man. Es ist halt. Es funktioniert halt. Also. Ne? Guck's dir an. Dann entscheide darüber halt. So. Paar Leichen zum Aufdecken. Gold wird automatisch und man muss jetzt nicht wundern, dass nur so wenige Gegenstände bei mir angezeigt werden, weil Torchlight auch darüber verfügt, in den Settings anzugeben, welche Items angezeigt werden. Und da habe ich schon die normalen komplett ausgeblendet, weil ich damit nichts anfangen kann und auch nichts damit zu tun haben will. So, das erste Level up, man kennt es aus anderen Spielen, das kommt immer schnell. Später dauert es zehnmal so lange. Oh, Banditenlager. Hier hat man schon gesehen, dass es Banditen gibt mit Schildern, beziehungsweise Charaktere mit Schildern. Also Gegner mit Schildern. Übrigens, das hier unten ist ein Bonus für Kampffertigkeiten. Also jeder Charakter kann, wenn er eine gewisse Anzahl von Gegnern tötet oder Treffer landet, kriegt er einen Bonus. Beim Outlander ist das zum Beispiel, der kriegt einen Bonus auf Dodging, Attack Speed und so Geschichten. Und beim Mage ist das dann, genau hier sehen wir es, Ember Charge Bar, wenn die voll ist, ist er total konzentriert für 12 Sekunden und während dieser Periode kosten Skills keine Mana und der Skill Damage wird um 25% erhöht. Und wenn du eine Zeit lang das nicht mehr machst, also beziehungsweise der leer geht, dann ist halt durch. Also dann ist auch nicht mehr dieser Effekt am gelten. So, identifizieren es einfach mit Rechtsklick. Es gibt hier aber noch Scrolls of Identify. Sind aber hier in essbares Inventar abgelegt. So, jetzt gucken wir erstmal. Der ist neu. Da sehen wir auch schon, dass Gegenstände sockelbar sind.
Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, können wir mal eben das Level up machen. Diablo-Leute kennen's. Und Torture-Leute kennen's auch. Aufteilung Strength, Dexterity, Focus, Vitality. Da wir Mage sind, ist Focus am wichtigsten, weil dadurch die Mana und die Elementar-Damage erhöht wird. Dexterity erhöht halt Crit und Dodge. Ist für den Schützen gut. Stärke ist für den Barbaren gut, plus Vitalität. Und der Engineer weiß ich gar nicht, wofür gut soll. Ich glaube, der würde auf eine Mischung gehen aus einigen Sachen. Obwohl ein bisschen Mischen nicht verkehrt ist. So, dann erhöhe ich mal auf Mischen, Fokus. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können noch. Beziehungsweise ich mache noch nichts mit den Punkten, weil ich kann, wenn ich nachher in der Stadt bin, Punkte zurückkaufen, obwohl doch, ich mache es eben auf den Feuerball. Weil in der Stadt kann ich 3 Punkte zurückkaufen, die letzten 3 Skills, die ich vergeben habe. Aber nur die, alles darüber hinaus, was ich schon vergeben habe, habe ich halt Pech gehabt. So, kassiert das. So, den habe ich jetzt geholfen. Jetzt kann ich was von dem bekommen. Ein Schild wäre jetzt nicht so praktisch für mich. Dann kriege ich noch Fame auch bekannt, weil ich habe ja auch ein Fame-Level. Und wenn das eine gewisse Stufe erreicht, dann kriege ich auch einen Skillpunkt geschenkt. Und kann den natürlich verbrauchen. Vergeben. Aus dem Stand heraus feuern ist wie in jedem MMO. Halt Shift halten, kann man aber auch selbst belegen, wie man halt mag. Ja, jetzt geht die Bar aus. Das war wieder klar. Wieder Level up. Was auch ganz interessant ist, wer mal darauf achtet, ich kann nicht hinhalten, während ich mit denen hier kämpfe, welchen Gegner anvisiere über die Maus. Müsst ihr mal oben gucken, wo die Heal Points von dem angezeigt werden. Da seht ihr nämlich danach immer ein Symbol, was bedeutet, welchen Schaden der Gegner macht. Ob er Feuerschaden macht, ob er physikalischen Schaden macht. Das ist übrigens schon jetzt hier ein Champion. Gibt's viele. Gibt's auch viele, die echt anspruchsvoll sind. Jetzt am Anfang auch nicht. Jetzt habe ich einen Golden Key gefunden, was auch eine schöne Sache ist, weil ihr habt ja gerade gesehen, dass ich oben so eine Kiste gefunden habe. Die wird jetzt auch auf der Karte hier noch angezeigt. Locked Golden Chest und so eine gibt's auf jedem Kartenabschnitt. Ja, kann ich alles noch nicht benutzen. Jedenfalls, die gibt's auf jedem Kartenabschnitt. Und dafür findet man halt auch auf denselben Kartenabschnitt irgendwo einen Schlüssel. Das kann eine Fee haben, oder das kann ein Bandit haben, oder das kann jetzt wie hier so ein kleiner Boss haben, so ein Champion. Und dann kann man zur Kiste zurückgehen und kann ihn nämlich öffnen mit dem Ring. Dann findet man nämlich schon ein paar bessere Sachen. Wie diesen Electric Ring und die Armor.
wo wir auch eine Besonderheit direkt sehen, dass man entweder ein gewisses Level braucht für die, beziehungsweise ein gewisses Level erfüllen muss für die Sachen, oder eine gewisse Anzahl von Stats, wie hier Fokus und Vitalität auf 11. So, und Inventar können wir sortieren automatisch. Space Inventory machen wir, wenn wir soweit sind. Dann haben wir immer noch unser Pet, das kann ich auch mit 3 Sachen ausrüsten. 2 Amuletten und ein Halsband. Aber jetzt gebe ich dem erstmal die Sachen rüber, die ich nicht brauche. Neu ist auch Einkaufsliste, kann ich machen. Also ich kann jetzt, wenn ich das Pet in die Stadt schicke zum Einkaufen, dann kann ich dem sagen, ja, bring mir auch mal 10 Heiltränke wieder mit, wenn du schon gerade auf dem Weg bist. Und dann kann ich auch hier wechseln zwischen den Heiltränken. Halt bis zum größten. Und das Dynamit ist auch was Neues. Für alle Leute, die das Fischen nicht so gemocht haben, die können jetzt eine Dynamitstange da reinschmeißen und kriegen 75% des Fischbestandes, der da drin ist. In der Pole. In der Fishing Pole. Und das ist eine echt geile Sache, weil ich jetzt nicht der größte Fan war, in Torchlight 1 immer zu fischen. Und dementsprechend haben die dieses Feature extra für mich eingebaut, habe ich das Gefühl. Greif an, Letigussi Dossi, irgendwas. Ich habe schon vergessen, wie mein Pet heißt. So, jetzt kann ich ballern, wie ich will, weil jetzt kosten die alle keinen Mana mehr. Und jetzt kosten sie wieder. Ja, das ist schöner beim Schützen, weil wenn die Leiste voll ist, dann bleibt der Effekt durchgehend, also der geht nicht mehr weg. Der hat auch eine Fähigkeit im Skilltree, um das auf die Gruppe zu übertragen. So, Town Portal. So. Und rüber geht's. Jetzt kommen wir nämlich zur Enklave. Der erste Dreh- und Angelpunkt, wo wir uns bewegen. Mit den ersten Quests. Hier gibt's dann auch Händler. Hier haben wir eine normale Fishing Hole, die nicht leer geht. Alle anderen Fishing Holes haben halt einen begrenzten Fischbestand. Und es ist genauso geblieben wie im ersten Torstein. Wenn die Ringe sich schließen, einfach drücken und dann kriegt man den Fisch raus. Dann gibt es permanente Fische, die dann Tier permanent umwandeln, dann 5 Minuten, 15 Minuten und in alle möglichen unterschiedlichen Tierchen. Und das, ich finde, das Pet ist auch stärker geworden. Während das wirklich Fischfutter war im letzten Teil, kann das hier wirklich in manchen Situationen rettend funktionieren. Na, komm! Ich will noch einen fischen. Bam! Hast du abgeschmatzt. So, jetzt haben wir hier ein paar Fische gefunden. Sogar einen für 15 Minuten. Dann haben wir hier einen Warsnook. Da ist der Kleine dann. Man findet natürlich im Bereich, also wenn man eine Fishing Pole irgendwo findet, findet man natürlich bessere als so. So, es gibt hier One-Handed. Aber ich nehme mal den Stab. Dann soll ich zum Wellspring-Tempel und Guardian of Water scouten, hingehen, was auch immer. Nehme ich mal den neuen Stab. Da kann ich dann auch schon 7 Electric-Power reinmachen. Wenn ich hier am Händler gehe, sehe ich hier unten übrigens meinen Pet-Store. Kann ich direkt alles verkaufen, was mein Pet hat. Dann kann ich verkaufen, was ich nicht brauche. Zum Beispiel die Long-Range-Pistol. Den hier, den alten Stab. Das kann ich halt behalten, das kann ich ja benutzen, wenn
Außer den wie einem Farmerstab. Aber die Schultern und den Adepten Brustschutz, den kann ich benutzen. Auch cool, es gibt einen Stash, also eine Kiste wieder für alle, die jetzt auch recht klein ausfällt, aber es ist jetzt an der Stelle nicht mehr. Und ein Shared Stash. Wenn ich mit Leuten spiele, kann ich hier halt Sachen zum Tauschen reinlegen. Die können sich dann bedienen in der Stadt, während ich keine Ahnung was anderes mache. Das war schon eine ganz coole Geschichte. So. Hier wäre das Hauptportal. Hab noch keine Verbindung irgendwo hin. Kann hier jetzt noch eine Nebenquest annehmen. The Warbis Emery. Und hier ist der Remover für vergebene Skills. Und jetzt bin ich auf 0. Also habe keinen einzigen Skillpunkt vergeben und könnte dementsprechend mein Mage so skillen, wie ich es haben will. Im Inferno, Frost oder Storm Skills. Weil du kriegst am Anfang ja immer einen Magma-Punkt. Bist aber Level 3, wenn du hier ankommst. Und kannst dementsprechend auch noch den allerersten Skillpunkt wieder zurückkriegen. Aber dazu im nächsten Let's Play mehr. Das war jetzt erstmal der Anriss für Torchlight. Werde mich damit natürlich auch noch weiter beschäftigen und noch ein paar Videos machen. Und ich hoffe, ihr guckt auch weiter zu. Bis dann. Ciao.